Requiem erzählt die Geschichte einer Studentin, Michaela, die kommt aus einem sehr streng katholischen Elternhaus aus der Provinz. Sie fängt ein Studium an, empfindet das als eine sehr aufregende Zeit in ihrem Leben und merkt aber mehr und mehr, es passieren ihr Dinge, die sie nicht einordnen kann. Sie überlegt, ob sie psychisch krank oder am Ende sogar besessen von Dämonen ist. Und das führt letztlich zu einer Kluft zwischen ihr und den Mitmenschen, die so groß ist, dass von außen keine Hilfe mehr möglich ist, dass es niemanden mehr gibt, der sie bestärken kann und der bis zu ihr durchdringt. Ich glaube, Requiem ist weder ein politischer noch ein religiöser Film. Es geht um einen Menschen. Es geht um das Leben einer jungen Frau. Und so einen Film macht man nicht, um ihn mit einer religiösen oder politischen Botschaft zu versehen, sondern einfach aus dem Interesse heraus für diese eine Figur. Ihr ganz persönlich empfundenes, menschliches und auch tragisches Schicksal war das, was mich an dem Stoff sehr gereizt hat. Ich würde sagen, das ist ein Drama, ein Familiendrama. Und gleichzeitig finde ich mit einer Genre-Einordnung nicht immer alle Facetten abgedeckt. Also für mich geht es sehr stark um eine junge Frau und um all das, was sie erlebt, was sie beschäftigt, was sie versucht, ihren Kampf, ihre Energie, ihr Scheitern. Man kann auch sagen, sie steht mehr im Mittelpunkt als die Familie um sie herum, aber es ist sehr konzentriert. Es gibt dieses kleine Ensemble, es ist sie und die Leute, die sie umgeben. Ich glaube, es gibt immer Gemeinsamkeiten, wenn man ein paar Filme gemacht hat. Es gibt aber auch Unterschiede. Und ich denke mir, eine Gemeinsamkeit ist so ein Interesse, das ich habe für Menschen, die den Bezug zur Wirklichkeit verlieren, die auf einmal nicht mehr wissen, wohin sie sich wenden sollen. Und ein Unterschied ist möglicherweise die extreme Situation, in der sich jemand wie Michaela befindet. Also so habe ich das, glaube ich, noch nie erzählt, dass man so deutlich sich auf eine Figur einlässt und nah bei ihr bleibt. Also wirklich, ich habe das Gefühl, dass man ihr ständig so über die Schulter guckt in dem Film und alle Facetten so kennenlernen kann, die es gibt bei ihr. Und so diese Intensität in der Beobachtung, ich glaube, das ist vielleicht was Besonderes, was Requiem hat. Ich habe bei der Besetzung der Rolle Michaela nach jemandem gesucht, der von Anfang an sehr kräftig wirken sollte. Ich wollte eine optimistische Figur, eine Figur, der man das so gönnen würde, dass sie es schafft und nicht gleich von Anfang jemanden, der so etwas wie ein Opfer so mit sich bringt. Und Sandra Hüller wurde mir von der Castingagentin Simone Bär vorgestellt. Ich kannte sie nicht vorher. Aber gleich beim ersten Casting sollte sie zu dem Stück von Deep Purple, das es auch im Film gibt, Anthem, tanzen. Komplett ohne Vorbereitung, ohne dass sie das kannte. Und die Aufgabe war, sich von einem sehr klobigen Tanzstil innerhalb von 2 Minuten so in dieses Lied hineinzuarbeiten und hineinzutanzen. Und so wie sie das gemacht hat, fand ich das wirklich großartig. Und sie stand dann nach 2 Minuten in diesem ganz seltsam nüchternen Castingstudio aufgelöst in Tränen. Und also spätestens da war ich einfach von ihr überzeugt. Wir, die wir miterlebt haben, wie Sandra sich in diese Rolle hineinfallen lässt, waren alle sehr, sehr davon bewegt, wie sie die Momente spielt, in denen man merkt, Michaela ist krank, sie hat einen epileptischen Anfall, sie tobt am Ende in ihrem Elternhaus und begehrt auf gegen Vater und Mutter. Aber das allererste Mal, als wir so eine Szene gedreht haben, war in dieser Pension, im Frühstückszimmer des Hotels.
Und da sollte sie ja, ohne dass wir das vorher irgendwie geprobt hätten, ans Fenster gehen und sollte spielen, dass sie eine Stimme hört und sollte dann hinfallen. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass wir sicherlich schneiden müssten, weil allein schon hinfallen ist ja sehr, sehr schwer. Und ich weiß, dass sie das gespielt hat und dass wir da alle standen und eigentlich uns kaum getraut haben zu atmen. So sehr hat uns das in seinen Bann gezogen, was sie da gespielt hat. Und so ging uns das noch öfter im Lauf der Dreharbeiten, dass man eigentlich so das Gefühl hat, man wird Zeuge von etwas, was so echt aussieht, dass man im Grunde schon fast gar nicht mehr bis zum Danke warten will, sondern sagen, kann ich helfen? Ist dir was passiert? Hast du dir wehgetan? Ich glaube, dass wir das alles sehr intensiv erlebt haben, diese Dreharbeiten und dieses sich zurückversetzen in die Zeit, allein schon dadurch, dass wir abgeschlossen oder fast abgeschottet in einem kleinen Hotel in einer sehr kleinen Stadt gelebt haben, war das für viele, die aus der Großstadt kamen, schon so etwas wie eine Zeitreise. Und dann haben wir uns natürlich eingelesen in die Zeit, haben teilweise abends zusammen Filme geguckt und sei es auch nur eine Tagesschau aus den 70ern, haben die Musik aus dieser Zeit gehört. Das wurde für uns sehr, sehr wichtig und haben uns zusammen mit dem Szenenbildner wirklich auf eine kleine Zeitreise begeben. Christian Goldberg, der das Szenenbild gemacht hat, hat Fotos besorgt aus Tübingen, aus dieser Zeit. Er ist auf so einen Fund gestoßen, im Polizeiarchiv wurden, um die Fluchtwege für mögliche Demonstrationen zu dokumentieren. Ganz akribisch, alle Straßenzüge abfotografiert. Und es war für uns natürlich wunderbar, es war eigentlich wie eine Dia-Show durchs Tübingen der 70er. Also das hat uns zum Beispiel sehr, sehr geholfen. Ich hätte das als sehr voyeuristisch empfunden, wenn man die Szenen in Requiem, in denen wirklich ein Exorzismus gezeigt wird, mit der Kamera sehr nah beobachtet hätte. Ich hatte das Gefühl, dass es günstiger ist, sich da ein bisschen zurückzuziehen. Das, was der junge Pfarrer dort macht, das ist zwar recherchiert und entspricht genau dem, was bei einem Exorzismus passieren müsste, aber mich hat es eigentlich inhaltlich nicht mehr so stark interessiert. Ich wollte nur zeigen, dass es passiert und dass der Zuschauer sich eigentlich mit der Kamera und mit dem Freund von Michaela, mit Stefan so etwas abwendet davon und keine Möglichkeit mehr hat, in das Geschehen einzugreifen.